Ich arbeite schon viele Jahre in einem renommierten Krankenhaus. Mein Fachgebiet, die innere Medizin und Chirurgie. Doch plötzlich kam eine Nachricht, die mein Leben von heute auf morgen komplett verändert hat. Als ich eines Morgens wie gewohnt auf meiner Station war und ich im Büro einige Patientenakten durchging, kam eine E-Mail. Es war von Area 51. Hallo Frau Dr. Walter, wir sind von Area 51. Wir haben einige gute Dinge über Sie in Erfahrung bringen können. Sie scheinen eine gute und anerkannte Ärztin für innere Medizin zu sein. Wir kommen gleich auf den Punkt. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für Area 51 entscheiden. Bitte melden Sie sich. Ich war sprachlos. Die schreiben mich an? Ihr müsst wissen, Area 51 schreibt nur Leute an, die was drauf haben, die für ihre Arbeit wichtig sind. Ich bin daher zu Recht sprachlos. Dass die mich anschreiben, ist unglaublich. Nun werde ich etwas nervös. Ich möchte sie immerhin nicht zu lange warten lassen. Okay, ich schreibe zurück. Sehr geehrtes Area 51-Team, ich bin außerordentlich gerührt über Ihre E-Mail und Ihr Interesse an mir. Wie kann ich Ihnen helfen? Sehr geehrte Frau Dr. Walter, wir benötigen eine kluge Frau mit Fachkompetenz. Es ist wichtig, dass dies geheim bleibt. Wenn Sie sich für uns entscheiden, müssen Sie schweigen. Nichts darf nach außen getragen werden. Wir bieten Ihnen im Gegenzug eine kostenlose Wohnung sowie Altersvorsorge, private Krankenversicherung. Bei uns sind Sie in guten Händen versprochen. Okay, das klingt wunderbar. Ich willigte ein, denn so eine Chance bekommt man wahrscheinlich nie wieder. Super, wir freuen uns auf Sie, Frau Dr. Walter. Kommen Sie nächste Woche, sagen wir am Dienstag um 10 Uhr, ans Tor. Sie müssen keine Angst haben, unsere Wachen wissen Bescheid. Nehmen Sie Ihren Ausweis mit, dann kommen Sie rein. Okay. Eine Woche später, nun ist es soweit. Ich hoffe, es war kein Prank oder sowas. Ich bin schon sehr aufgeregt, denn ich war da noch nie drin. Oh Mann, ich parkte ganz nervös vor dem Schild, das man nicht betreten darf. Und nun warte ich angespannt. Es dauerte 10 Minuten, dann fuhren 3 schwarze Autos auf mich zu. Sie stiegen aus. In ihren Händen waren Waffen. Sie sahen nicht sehr freundlich aus. Am liebsten wollte ich wieder verschwinden. Hallo, sind Sie Frau Dr. Walter? Ja. Ausweis bitte. Kann ja jeder behaupten. Hier, bitte. Tatsache. Guckt mal, Leute, seht es. Wir haben schon jede Menge über Sie gehört. Sie sind richtig gut in Ihrem Job. Kommen Sie doch rein. Sie sind herzlich willkommen bei uns. Wir fahren Sie zu unserem Chef. Der erwartet Sie bereits. Sie scheinen doch ganz nett zu sein. Ich bin sehr gespannt und sehr nervös. 5 Minuten später, Sie brachten mich zu Ihrem Chef. Herr Peters, Frau Dr. Walter ist nun eingetroffen. Super, bringen Sie sie herein. Ach, hallo, Frau Dr. Walter. Es ist mir eine große Freude, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben zusammen geschrieben. Setzen Sie sich erstmal. Wollen Sie etwas trinken? Klar, ein Wasser wäre ganz nett. Hier, Ihr Wasser. Nun erzählen Sie doch mal, Frau Dr. Walter. Sie sind ja noch ziemlich jung. Aber Ihre Aufzeichnungen dachten wir, Sie wären 40. Nein, nein, ich bin 25. Ja, ich habe schon als Kind gewusst, dass ich Ärztin werden möchte. Fleißig, das gefällt mir. Sie bekommen hier Ihre Schlüssel für Ihre neue Wohnung. Nächste Woche beginnt Ihr erster Arbeitstag.
Ich werde ein Auge auf Sie haben. Denn jeder Fehler kann gefährlich werden. Sie arbeiten schließlich nicht mehr mit Menschen, sondern mit Aliens. Aber das wissen wir, oder? Ja, aber natürlich weiß ich das. Gut, ich erkläre Ihnen noch kurz unsere Regeln. Diese müssen eingehalten werden. Nummer 1, mit niemandem drüber reden. Ganz wichtig. Es ist wichtig, dass wir geheim bleiben. Nummer 2, das Handy, das Sie von uns kriegen werden, ist ein GPS-Tracker. Kein richtiges Handy. Telefonieren oder SMS schreiben ist nicht möglich. Nummer 3, Sie müssen immer abrufbereit sein. Die Wohnungen von unseren Mitarbeitern sind im Gelände. So, ich hoffe, Sie sind bis jetzt zufrieden. Ja, danke. Gut, dann bis nächste Woche. Nun wurde ich zu meiner Wohnung gebracht. Sie war winzig. 20 Quadratmeter, ein Bett, ein PC und ein Badezimmer mit Dusche. Naja, immerhin ist es kostenlos. Ein Luxushotel habe ich mir eh nicht erhofft. Zum Schlafen und Essen wird es reichen. Wenn ich Hunger habe, soll ich an den PC gehen. Okay, machen wir das doch mal. Ich habe echt Hunger. Oh wow, es werden mir 20 Menüs angezeigt, die ich mir aussuchen kann. Hui, sieht alles lecker aus. Ich glaube, ich nehme Currywurst mit Pommes. Nach der ganzen Aufregung brauche ich das echt. Ihr werdet erstaunt sein, wie schnell mein Essen da ist. Es dauert 20 Minuten, dann kommt eine hochentwickelte Drohne, die mir mein Essen vor die Tür legt. Das ist ja der Wahnsinn. Es war sehr lecker. Ich glaube, ich werde duschen gehen und danach schlafen. Immerhin beginnt morgen mein erster Arbeitstag. Um Punkt 7 Uhr morgens kommt ein schwarzer Kleinbus mit getönten Scheiben, der mich abholt und zu Area 51 bringt. Den Fahrer habe ich noch nicht gesehen, denn überall im Bus sind auch getönte Scheiben. Selbst meinen Sitznachbarn sehe ich nicht. Ich sitze neben einer schwarzen Scheibe und er dahinter. Am Monitor über mir werden Regeln eingeblendet. Bei Nichteinhaltung wird man bestraft. Oh je. Regel Nummer 1. Es darf nicht über Facebook, Instagram oder YouTube kommuniziert werden. Strengstens verboten. Regel Nummer 2. Rauchen auf dem Gelände verboten. Pausen draußen auf dem Gelände ebenfalls verboten. Regel Nummer 3. Das Gelände ohne Erlaubnis zu verlassen ist streng untersagt. Wenn Sie sich an alle Regeln halten, können Sie einen wunderbaren Kuchen. Ich bin im Gelände angekommen. Nun kommen Securities, die uns untersuchen. Und wir müssen unsere Handys abgeben. Er scannt mich ab. Wahrscheinlich, um zu gucken, dass ich keine Handys oder Aufnahmegeräte dabei habe. Nun gehst du zur Tür und musst deine Hand scannen lassen. Denn die haben deine Handabdrücke gespeichert. Und nur du darfst rein. Leuchtet der Scanner grün, ist die Türe offen und du darfst eintreten. Nun muss ich mich kurz umziehen und dann kann es auch schon losgehen. Ich gucke mich erstmal etwas um. Es sieht alles so hochmodern aus, ganz anders als bei mir im Krankenhaus. Plötzlich ging eine Türe auf und jemand fuhr mir ein Alien direkt ins Zimmer. An seinem Fuß fand ich einen Zettel, was ich wohl untersuchen muss. Das Komische daran ist, hier redet niemand. Es ist so still, dass es schon unheimlich wirkt. Auf dem Zettel steht, ich soll ein Gehirn-MRT machen. Zuerst einmal nehme ich mal die Decke von seinem Gesicht. Ich möchte schon gerne sehen, wer da vor mir liegt. Ich muss zugeben, es sieht irgendwie niedlich aus. Diese großen Augen und Löcher als Nase. Sieht schon aus wie aus den Filmen irgendwie. Kaum zu glauben. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals ein Alien sehe bzw. berühren darf und untersuchen darf.
Nun ging ich zum MRT-Scanraum mit meinem Kameraden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er tot ist. Er atmet, glaube ich. Ich muss zugeben, die MRT-Geräte, die wir für uns Menschen haben, sind ganz anders als dieses Gerät. Es ist wohl speziell hochentwickelt worden für Aliens. Sehr interessant. Die MRT-Untersuchung. Als ich ihn ins MRT schob, sah ich Unglaubliches, was ich in meiner beruflichen Laufbahn noch nie gesehen habe. Es hat zwei Gehirne. Das große Gehirn sieht wie eine Art Schutzschicht aus, um das kleine Gehirn in der Mitte zu schützen. Es ist erstaunlich, denn sie können Informationen in Sekundenschnelle speichern, wie eine Art Mini-Hochleistungscomputer. Sie haben aber ein Negativmerkmal. Sie können keinerlei Emotionen empfinden. Da sind wir Menschen denen einen Schritt voraus. Sie können weder weinen noch lachen. Sie wissen nicht, was Traurigkeit, Wut, Hass oder Liebe ist. Die Blutuntersuchung. Das Blut der Aliens ist auch äußerst interessant. Es ist nämlich blau statt rot, wie unseres. Sie entwickeln blaue Blutkörperchen und wir rote. Aber ein Merkmal gibt es auch da. Unser Blut ist flüssig, etwas dicker als Wasser. Ihres dagegen scheint eine Art Schleim zu sein. Wenn man das Blut unter das Mikroskop legt, erkennt man ganz deutlich, dass es wertvolle Informationen zu Ihrem Gehirn liefert. Es ist eine Art Leitung, die die Informationen vom Gehirn in den Körper bringt und wieder zurück ins Gehirn. Es ist erstaunlich. Sie empfinden übrigens auch keine Schmerzen, nicht wie wir Menschen. Im Grunde, laut meiner Untersuchung, ist es so, dass sie in der Lage sind, Knochenbrüche oder Verletzungen in Sekundenschnelle zu heilen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich schätze, dass sich ihre Zellen in Sekundenschnelle regenerieren können. Oh, es ist mittlerweile 16 Uhr. Feierabend. Zeit, nach Hause zu gehen. Das Tor öffnete sich und ich stieg in meinen Bus. Zu Hause habe ich mir erstmal was zu essen bestellt. Es war ein anstrengender Tag. Spaghetti oder doch eher Pizza? Ja, ich kann mich nie entscheiden. Ich finde alles lecker. Aber ich glaube, ich nehme Spaghetti. Ja, das klingt sehr gut. Während ich auf mein Essen warte, gehe ich erstmal duschen. Wäre ja sonst unhygienisch. Alienblut mit Spaghetti. Nee. So, nun frisch sauber. Und ich habe es klingeln hören. Mein Essen ist da. Herrlich. Darauf freue ich mich schon den ganzen Tag. Morgen um 7 Uhr habe ich wieder jede Menge zu tun. Daher esse ich in Ruhe auf und gehe dann schlafen. 7 Uhr, mein Wecker klingelt. Ich denke, ihr kennt nun die Fahrt zu meiner Arbeit. Ich muss es nicht nochmal erklären. Meine Aufgabe heute ist es, ein Alien-Gehirn zu halbieren, um die Strukturen feststellen zu können. Ja, das klingt ein bisschen eklig. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ist es wie Butterschneiden. Wobei die Gehirne von Aliens mehr knorpelig sind als die von uns Menschen. Es ist halt immer wieder erstaunlich, dass bei Aliens der blaue Schleim überall im Körper zu finden ist. Der Schleim fließt nicht durch Adern, nicht so wie bei uns Menschen, wo das Blut durch Adern fließt. Nein, es ist überall. Erstaunlich ist außerdem, dass sie uns verstehen können, aber die Sprache nicht wiedergeben können. Sie haben auch keinerlei Geschlechtsorgane. Die sehen alle untenrum aus wie Kähnen. Wie können sie sich dann vermehren? Die einzige Erklärung dafür liegt in ihren Fingern. Dort sind am Zeigefinger jeweils Löcher. Diese benutzen sie, indem sie ihren Finger zu ihrem Geschlechtspartner an die Stirn halten.
Er sendet nun Informationen an seinen Partner, der daraufhin schwanger wird. Faszinierend, diese Wesen. Eine Alien-Schwangerschaft dauert auch keine 9 Monate, sondern nur einige Stunden. Nun kehre ich nach Hause zurück. Ich habe Feierabend. Ich kann euch leider nicht sehr viel über meine Arbeit erzählen, da sie teilweise ziemlich eintönig ist. Wenn euch aber so etwas gefällt, lasst es mich gerne mit einem Like und einem Abo wissen. Oder schreibt gerne ein paar Ideen in die Kommentare. Es hilft ungemein beim Schreiben von Geschichten. Dankeschön fürs Anschauen. Eure Creepy Roxy.